Was der Bundestag beschließt, gilt nicht automatisch. Häufig blockiert der Bundesrat die getroffenen Entscheidungen. Das komplizierte föderale Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern und die Rolle des Bundesrates in unserer Demokratie sind heute unser Thema. Guten Abend und herzlich willkommen zu Politik konkret. Für Peter Struck ist hier eine Sternstunde des Föderalismus. Gemeint ist die sogenannte Schuldenbremse. Klar, es geht wieder mal ums Geld, um arme und um reiche Bundesländer, ob die einen den anderen aus den roten Zahlen helfen müssen. Aber was genau steckt eigentlich hinter dem sperrigen Begriff Föderalismus? Weil die Deutschen in Garmisch-Partenkirchen, auf Norderney, in Eisenhüttenstadt oder in Wuppertal ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, sollen die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer die regionalen Interessen vertreten und so dem Bundestag bei der Gesetzgebung auf die Finger schauen, gegebenenfalls Gesetze verhindern. Soweit der Grundgedanke des Föderalismus. Häufig aber werden Gesetze vom Bundesrat mehrmals zurück in den Bundestag geschickt. Manche Neuerung wird erst nach Jahren, weichgespült vom ewigen Hin- und Herverhandeln, in die Realität umgesetzt. Ein Grund, warum immer wieder die Forderung laut wird, Deutschland nur noch von Berlin aus, also ohne Bundesländer zu regieren. Ich glaube, Deutschland ist stark geworden und ist heute das stabilste Land in Europa, darf man nicht vergessen, weil wir auch den Föderalismus haben, weil es dazu Wettbewerb gibt, weil es unterschiedliche Vorschläge gibt, weil diese Vielfalt auch Stabilität bedeutet. Übrigens fühlen sich Menschen, glaube ich, in Teilen dann auch ein Stückchen mehr zu Hause. Ich glaube nicht, dass man den Bayern vermitteln könnte, sie plötzlich keine Bayern mehr sind. Mir als Brandenburger geht das auch so. Ich glaube, Föderalismus hat sich bewährt in Deutschland und hat auch eine Zukunft. Was der Bundestag beschließt, muss in den Ländern umgesetzt werden. Vieles davon wird auch aus den Länderkassen bezahlt und treibt die Verschuldung in die Höhe. In der sogenannten Föderalismuskommission 2 haben sich Bund und Länder nun darauf geeinigt, dass die Länder ab 2020 keine neuen Kredite mehr aufnehmen dürfen. So soll die ständig wachsende Verschuldung gebremst werden. Kritiker befürchten allerdings, dass die Länder damit einen großen Teil ihrer Macht aufgegeben und künftig weniger Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Bei uns im Studio begrüße ich nun den saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Herr Müller, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, wird zentralistisch regiert. Wir beschäftigen uns heute hier mit dem Thema Föderalismus. Worin sehen Sie darin die Vorteile für Ihr eigenes Bundesland? Also ein entscheidender Vorteil neben anderen ist, dass vor Ort schneller entschieden werden kann. Ich kann es am Beispiel deutlich machen. Wir sind ja direkt an der deutsch-französischen Grenze. Wir haben das Thema gehabt, wie werden Rettungsdienste, wie wird der Rettungshubschrauber möglichst effizient eingesetzt. Wir Saarländer konnten das selber regeln. Unsere Partner auf der französischen Seite mussten erst in Paris fragen. Und deshalb hat die Regelung dieser Frage fast 7 Jahre gedauert. Das dauert ja manchmal lange, wenn Dinge zwischen Bund und Land entschieden werden. So lange, ich glaube nicht ganz 7 Jahre, aber es hat auch lange gedauert, die Bundesfinanzen und die Landesfinanzen neu zu regeln. Aus Ihrer Sicht, die Föderalismusreform 2, so wird sie ja genannt, war das der große Wurf? Ja, es war zumindest ein wichtiger Wurf, weil 2 Grundentscheidungen getroffen worden sind. Erste Entscheidung: Wir sind in den letzten Jahren in guten wie in schlechten Zeiten immer weiter in den Schuldenstaat hineinmarschiert. Das wollen wir stoppen mit der Schuldenbremse. Und die zweite Grundentscheidung, Bund und Länder werden weiter eigenverantwortlich ihre Finanzen regeln, werden eigenverantwortlich das Ziel anstreben, Haushalte aufzustellen ohne neue Schulden. Der Bund will das bis 2015 schaffen, die Länder bis 2020. Es war ein Schritt nach vorne, es wird nicht das Ende der Föderalismusdebatte sein. Aber der große Wurf? Ja, das ist immer die Frage, was ist der große Wurf? Also, wenn Sie einen Speer 50 Meter weit werfen, dann ist das für einen Ungeübten ein genialer Wurf und für einen, der zu Olympischen Spielen will, ist es ein eher bescheidener Wurf. Es war ein guter Wurf. Also ein guter und wichtiger Schritt. Trotzdem sagt jemand wie Peter Struck zum Beispiel, dass es in einigen Jahren gar keine 16 Bundesländer mehr geben wird. Passt das damit zusammen? Und wenn ja, wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass Peter Struck da irrt. Die Frage, wie viele Bundesländer es gibt, ist eine Frage, die in den Ländern selbst und von den Menschen selbst entschieden wird. Und meine Wahrnehmung ist, da ist kein Bundesland, bei dem die Menschen mehrheitlich sagen, wir wollen dieses Bundesland aufgeben. Föderalismus lebt vom Nebeneinander großer und kleiner Einheiten.
die Unterschiede zwischen den größten und den kleinsten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten sind größer als die Unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen und Bremen, was das größte bzw. das kleinste Bundesland ist, sowohl in der Fläche als auch in der Einwohnerzahl, als auch mit Blick auf die wirtschaftliche Situation. Föderalismus lebt von der Chance zum Experiment. Und die Kleinen sind da sicherlich in der Lage, schneller zu agieren als die Großen. Ich sehe die große Reduzierung der Zahl der Bundesländer nicht. Föderalismus, so wie Sie sagen, lebt ja sicherlich auch davon, dass so unterschiedliche Identitäten in den Bundesländern bestehen. Hat das Vorteile, was das Thema der oft zitierten in den Medien Politik Ferne der Bundespolitik zu den Menschen anbelangt? Andersrum gefragt, ist in Ihrem Bundesland, Sie sind ein relativ kleines Bundesland, eher gegeben, dass Sie näher an den Menschen sind? Also ich glaube ja, wenn Sie, wie das beim saarländischen Ministerpräsidenten der Fall ist, 1 Million Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, ist das anders, als wenn Sie 18 Millionen repräsentieren, wie es der Kollege Rüttgers macht. Sie sind stärker, intensiver, näher bei den Menschen, zwingend. Sie kennen die Einzelheiten, die einzelnen Probleme des Landes besser. Und das schafft natürlich Identifikation. Das Saarland ist ja ein Produkt der Sonderentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man auf dem Reißbrett Bundesländer entwerfen würde, käme kein Mensch auf die Idee, ein eigenständiges Saarland zu machen. Aber es hat sich historisch so entwickelt, die Leute wollen in diesem Bundesland zusammen sein. Und deshalb ist das Saarland ein selbstbewusstes Glied der bündischen Gemeinschaft. Auch in Wahlkampfzeiten? Auch in Wahlkampfzeiten und gerade in Wahlkampfzeiten, völlig klar. Stichwort Wahlkampf. Es ist ja dieses Jahr nicht nur ein Wahlkampf, sondern viele Wahlkämpfe, die auf uns zukommen. Es wird viel darüber diskutiert, wie wichtig es ist, dass Menschen wählen gehen. Wie sehen Sie dieses Thema? Wir haben ja auch gerade in Medien Diskussionen erlebt, dass jemand sagt, hier soll gar nicht mehr gewählt werden. Damit würde irgendwie postuliert, dass sich die Parteien verändern. Wie stehen Sie dazu? Also ich meine, Wahl ist Pflicht. Pflicht nicht im Rechtssinne, aber in einem moralischen Sinn. Demokratie braucht Demokraten und Demokraten müssen an demokratischen Entscheidungen mitwirken, müssen zur Wahl gehen. Wer nicht zur Wahl geht, darf auch nicht meckern. Meckern darf nur, wer sich an der Entscheidung beteiligt hat und zur Wahl gegangen ist. Deshalb kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass es kluge Menschen gibt, die ganze Bücher darüber schreiben, dass man nicht mehr zur Wahl gehen soll. Seine These dieses klugen Menschen ist ja nun, dass sich die Parteien dadurch verändern würden, wenn immer mehr Menschen nicht wählen gehen. Wäre das denn so aus Ihrer Sicht? Aber die Frage ist doch, welche Veränderung erwartet er, wenn die Wahlbeteiligung noch weiter absinkt? Was heißt das dann für die Politik? Die Probleme sind dieselben. Die Lösungen der Probleme werden unverändert angeboten. Der bloße Umstand, dass sich jemand verweigert, führt doch nicht dazu, dass neue politische Strategien entwickelt werden. Ich persönlich glaube auch, dass Engagement viel eher der Schlüssel ist, als demokratiefeindlich zur Nichtwahl aufzurufen. Aber bleiben wir noch mal im Saarland. Sie haben im Ende August Wahlen. Ja, 30. August. Was tun Sie dafür? Auch die Wahlbeteiligung im Saarland ist ja auch nicht die allerbeste in Deutschland, wie die deutschen Wahlbeteiligung insgesamt. Was tun Sie auf der Landesebene, damit Menschen, wie wir es gerade gesagt haben, engagierter und möglichst interessierter werden an Politik? Wir versuchen natürlich, unsere politischen Projekte möglichst nah an die Menschen zu bringen, mit ihnen zu diskutieren, in unterschiedlichen Weisen. Es gibt ja mittlerweile ja auch die Möglichkeit, zusätzlich über Internet Diskussionsforen anzubieten. Wir sind vor Ort, wir stellen uns der Menschen in politischen Veranstaltungen, aber auch in sonstigen Veranstaltungen. Und ich bin ziemlich sicher, die Wahlbeteiligung im Saarland wird bei der Landtagswahl deutlich steigen im Vergleich zur früheren Landtagswahl. Wir leben in einer Zeit, in der erkennbar ist, vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, dass Politik doch wichtig ist, dass Politik doch zu entscheiden hat. Im Saarland kommt dazu, wir haben eine richtige Richtungsentscheidung. Da geht es Peter Müller gegen Oskar Lafontaine und das mobilisiert. Ich hoffe, dass dem so ist und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einsicht, nicht nur in das Thema Wahlkampf, auch in das Thema Föderalismus. Wir kommen damit schon fast zum Ende unserer Sendung, aber vorher, wie immer bei Politik konkret, kommen Sie zu Wort, nämlich mit unserer Zuschauerfrage. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche Ihnen gute Wochen, einen sonnigen Frühling und bis dahin denken Sie dran, Politik geht uns alle an.